So, meine Freunde, da sind wir wieder und Folgendes ist passiert. Also ich bin nochmal hochgelatscht, nochmal runtergelatscht und habe dann alles verkauft. Zwischenzeitlich nochmal was eingesammelt, falls wir wieder hochgehen mit Portal, dass ich ein paar Sachen liegen habe in Sicherheit hier. Das heißt, wenn wir nächstes Mal hochgehen, sollten wir erstmal hierher kommen und die Sachen einsammeln alle. Ich habe mich ein bisschen aufgeladen. Hab aber kaum noch Geld und kaum noch Tränke. Also wir werden sehen, was passiert. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Und danke für die wenigen Kommentare. Und ja, ich bin etwas krank, hört man an der Stimme. Ja, die Sachen habe ich alle weggesammelt. Also hier liegt jetzt nichts mehr. Ja, er geht wieder zurück. Teil der Sachen schon verkauft und wieder hochgebracht. Ja, hier liegt immer noch was. Nagelkeule. Bringt eigentlich nicht das Geld. So, wir hatten jetzt das Problem, dass jetzt hier voll wurde. Ich hoffe, einige sind schon tot davon. Aber ich glaube es nicht. Also ich versuche jetzt den Feuerblitzzauber zu benutzen, weil der verbraucht nicht viel und der macht einigermaßen Schaden. Als Waffe habe ich natürlich wieder das Beil genommen. Müssen wir gucken, wie weit wir kommen. Weiß auch nicht, ob ich hier letztes Mal alles eingesammelt habe, weil ich musste ja fliehen. Wie ihr wisst, aber es sieht so aus, wenn ich alles eingesammelt habe. Und ja, ich werde das Buch jetzt öffnen. Sehr interessant für euch. Lob und Ruhm sei Diablo, dem Fürsten des Terrors und Überlebenden des dunklen Exils. Als er aus seinem langen Schlummer erwachte, erzählte mir mein Herr und Meister von Geheimnissen, die nur wenigen Sterblichen je bekannt waren. Er erzählte mir von den Fürstentümern des Himmelreiches und den Abgründen der brennenden Hölle und von einem ewigen Krieg zwischen den beiden. Er nannte mir auch die Mächte, die diesen Zwist ins Reich der Menschheit brachten. Mein Herr nannte die Schlacht um diese Welt und alle, die auf ihr leben, den Sündenkrieg. Alles klar. Dann wissen wir, was wir zu tun haben. Kann man es nochmal lesen? Lob und Ruhm sei... Okay. Können wir rausschneiden? Wir müssen wohl oder übel da rein. Ich hoffe, es kommen nicht so viele. Letztes Mal waren das ein paar mehr. Bin ich leer? Wie soll es doch anders sein? Gehen wir zuerst hin. Dann gehen wir mal hier lang. Wer ist denn der Herr denn schon? Hey! Du sei doch der, der alle töten! Du, wir holen magische Standarte oder wir angreifen! Du nicht weggehen mit Leben! Du töten große Fieslinge und zurückgeben Magie! Gehen um Ecke und Türe! Finden Fieslinge! Du geben, du gehen! Okay. Das sind Kreaturen. Okay, das war ja noch einfach. Die anderen auch so einfach, oder? Okay.
Kommt noch mehr oder war das jetzt alles? Kommt noch mehr, okay. Leer. Ah, das ist doch das Schild, ne, vom Gasthof. Tja, ist jetzt die Frage, was machen wir jetzt? Ich glaube, wir bringen das Schild hoch, oder? Kommen wir jetzt am besten an den Fiesling vorbei. Ich hab nichts mehr. So, Truhe. Aha. Schädelkappe. Das brauchen wir überhaupt nicht. Geld? Geld? Schleichen uns mal raus jetzt hier, ne? Oh, ne. Ja, ja, ist gut. Raus, 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 raus. Geh, 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 geh. Go, 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 go. Also jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir kein Stadtportal mehr haben. Ich muss das Schild jetzt hochbringen. Kann ich das mal mitnehmen? Ja. Wenn wir mal im Inventar gucken, was wir mit hochnehmen können. Schädelkappe können wir hier lassen. Trashfliege. Nagelkeule können wir auch hier lassen. Dafür nehmen wir einen Kurzbogen mit. So, liebe Leute. Feuerwand. Steinfluch. Verschiebung, Heilung, Verschiebung. Gut, dann werde ich mal hochgehen, ne? Ah. Nochmal für den Schnitt, hier haben wir eine Kiste vergessen. Okay. Ich muss euch von einem höchst merkwürdigen Erlebnis berichten, weil ich weiß, dass ihr euch mit diesen Monstrositäten auskennt, die im Labyrinth leben. Und ich verstehe es beim besten Willen nicht. Heute Nacht wurde ich von einem kratzenden Geräusch vor meinem Gasthof geweckt. Als ich aus meinem Schlafzimmerfenster schaute, sah ich die Umrisse kleiner, dämonenartiger Wesen, die über den Hof huschten. Nach einiger Zeit liefen sie weg, aber sie nahmen dabei das Türschild des Gasthofes mit. Ich weiß nicht, warum Dämonen mein Holzschild stehlen, aber mich und meine Familie in Ruhe lassen sollten. Ist doch komisch, oder? Was noch viel komischer ist, die Quest hat er uns schon gegeben. Jetzt haben wir die Quest erst. Oh Gott. Ach, ihr hättet mir das Schild aber nicht extra zurückbringen müssen. Naja, so spare ich auf jeden Fall die Kosten für ein neues. Wartet mal, was könnte ich euch denn als kleines Dankeschön geben? Ah ja, ich weiß schon. Diese Mütze hier hat ein durchreisender Magier in einem der Zimmer liegen gelassen. Vielleicht könnt ihr ja was damit anfangen. Ich glaube schon, ne? Oha! Nicht identifiziert.
Ein bisschen Geld haben wir noch. Ja, den Dreschflegel habe ich irgendwo gefunden noch. Den hatte ich vergessen gehabt. Und den Kurzbogen würde ich gerne auch identifizieren. Falls wir nicht schon sowas haben. Krone müssen wir halt mal gucken, was das gleich bringt. Hallo mein Freund, bleibt und hört mir ein wenig zu. Einzigartig, Rüstung minus 3. Oha! Plus 7 Leben, plus 7 Mana, plus, ja. Das andere hat ja nicht viel gebracht, ne? Aber er hat Rüstung minus 3, ne? Schaden vom Gegner. Alle Attribute plus 2. Achso, wir werden das mal testen, was das Auswirkungen hat. Ja, okay. Hitchance ist ein bisschen gestiegen. Ja, müssen wir mal gucken, ne? Was das so gebracht hat. Haben natürlich kaum Geld. Ich weiß nicht, ob wir so einen Dreschflegel brauchen. Er macht natürlich 2 bis 12 Schaden, das ist natürlich sehr viel. Aber unser macht natürlich bis 24 Schaden, ne? Also aber ich will ihn trotzdem behalten, weil ich nicht weiß, was man machen muss. So. Trefferchance plus. So, wir haben einen Kurzbogen. Plus 2 Schadenspunkte mehr. Den behalten wir auf jeden Fall. Weil scheint was Gutes zu sein. So, jetzt können wir die Krone der Untoten verkaufen. Weil die andere bringt uns ja ein bisschen mehr. Ich hoffe, wir werden jetzt reich. Was kann ich für euch tun? Mit dem Bogen kriegen wir auch noch 175. Also haben wir mal gerade das wieder raus, was. Ja. Krone der Untoten. Okay. Meine Frage ist jetzt, wenn ich sie auf 100% repariere, kriege ich denn mehr zurück? Reparieren lassen. Krone der Untoten, das kostet nämlich schon 100. Zurück. Verkaufen. Naja, kriege ich auch nicht mehr. Schade, war ein Verlustgeschäft. Oder? Scheiß auf das Geld. Vielleicht brauchen wir sie irgendwann, ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Ich lasse die Krone noch hier. Ich bin mir nicht sicher. So, was haben wir jetzt noch? Was kann ich für euch tun? Reparieren. Umhang. Auf jeden Fall müssen wir schlechter reparieren. Umhang reparieren, zurück. Ja. Ein guter Mann, der die Bedürfnisse der anderen über seine eigenen stellt. Ihr werdet niemanden in Tristram oder auch anderswo finden, der etwas Schlechtes über den Heiler sagen würde. Gehen wir mal zu ihm hin. Seid mir herzlich gegrüßt. Willkommen im Gasthof zum Sonnenaufgang. Viele Abenteurer haben schon an den Tischen meines Gasthofs gesessen und 10-mal so viele Geschichten sind bei ebenso vielen Krügen Bier erzählt worden. Das Einzige, worin sich alle immer einig waren, ist die alte Grundregel, die ihr vielleicht auch ganz nützlich finden werdet. Fleisch kann man schneiden, aber Knochen muss man zerschmettern. Ja, das heißt, ich soll eine Keule nehmen. Das zu verlassen, so.
Bin mir nicht sicher, ob ich Feuerband nochmal brauche. Das Problem ist jetzt bloß, wir haben kein Geld und keine Tränke. Das ist natürlich schlecht. Also ich muss irgendwas verkaufen. Plus 9 Trefferchance ist natürlich wenig, ne? Und Schaden ist auch nicht viel mehr. Ich weiß nicht. Das Beil ist einfach einzigartig. Ich werde den Krummsegel verkaufen. Was kann ich für euch tun? Ah, ein bisschen gibt's dafür, okay. Zurück, Schmiede verlassen. Was haben wir hier? Golde des Bären, Dreschflegel. Inferno. Was mit dem Buch? Ach, 43 Magie, okay. Was fehlt euch? Braucht ihr Hilfe? Ja, wir müssen jetzt einmal Heilung mitnehmen. Wir haben zwar hier noch Heilung drin. Aber Verschiebung würde ich gerne mal testen. Ich glaube, Steinflug brauchen wir später. Was haben wir noch? Ja, Feuerwand würde ich schon einmal gerne testen, was sie kann. So, jetzt brauchen wir natürlich noch Magie, Mana.